Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Nein, ich konnte mich nie unterordnen. Das war immer mein Problem. Und das hat genau dazu geführt, dass ich da bin, wo ich heute bin. Da, in dieser Situation, da waren wir mit der Junior-Nationalmannschaft. Und der Trainer hat gesagt, wir dürfen da nicht hin. Und ich meine, ich habe die meisten Punkte gemacht in der Mannschaft. Ich dachte, warum darf ich da denn jetzt nicht hin? Ich wollte ein schönes Foto machen, weil es war ein schöner Sonnenuntergang. Ich habe es nicht verstanden. Alle anderen, ist auch ein Foto, da sind daneben noch welche, die sind natürlich gleich abgehauen. Als der Trainer gesagt hat, ihr dürft da kein Foto machen, sind alle abgehauen. Ich habe gesagt, hör mal zu, nimm meine Kamera, mach ein Foto, ich stelle mich da vorne hin. Ist mir egal, was der Trainer sagt. Hab mich da in so einer Pose hingestellt. Extra, so wie der Chef. Weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und ich verstehe es auch immer noch nicht. Warum sollte ich da kein schönes Foto machen? Und genauso im Leistungssport, im Profisport, war das da damals so, ja, aber das ist keine gute Einstellung. Wenn ich jetzt alles Revue passieren lasse, weil ich kann mich an alles erinnern, genau die Einstellung, die ich hatte, war genau das, warum ich heutzutage da bin und warum die sich alle einordnen lassen. Die sind zum Teil jetzt die Profis von früher, 40, 50, hängen immer noch in irgendwelchen stinkenden Hallen rum, fahren immer noch mit irgendwelchen Jugendmannschaften am Wochenende irgendwo hin, sind absolut in der totalen, kompletten Versklavung, kriegen kaum Geld dafür und das ist ihr Leben, in der Halle rumzuhocken. Und ich passe nicht in eine Box rein. Das Foto gerade war das perfekte Beispiel, in welche Richtung Leben gehen können. 1:1. Was andere denken könnten, hält mich zurück. Da seht ihr, dass es immer beim Mindset anfängt. Immer. So ist doch völlig Banane. Wenn ich nur was gemacht hätte, wenn ich den Zuspruch von allen bekommen hätte, dann hätte ich gar nichts gemacht. Also weder hätte ich angefangen, als fetter Junge mit Basketball zu spielen, dann YouTube. Es gibt doch schon YouTuber. Was Nahrungsergänzung. Es gibt doch schon Vitamine. Egal, was ich im Leben gemacht habe, ist doch Banane, was die denken. Weil das Ding ist, es hat ja nie etwas jemand da was gegen, der das schon erreicht hat. Es haben ja nur Loser, die es nicht erreicht haben, was dagegen. Jetzt zum Beispiel, wenn du eine erfolgreiche Person, die einen Online-Shop hat, wenn du die fragst, soll ich auch einen Online-Shop machen? Der wird dir ja sagen, ja natürlich. Wenn du einen Profi-Basketballer hast, soll ich Basketball spielen? Ja natürlich. Weil die haben es ja gemacht. Es sind ja nur die Loser, die das sagen. Und von den Losern das Leben zerstören lassen, ist nicht logisch. Und ich weiß, die Stories, das kommt nicht ins Gehirn rein. Das ist da irgendwo außen. Ja, Cecil hat das gesagt. Eigentlich ist auch logisch, aber das kommt da nicht rein. Jetzt überleg mal. Wenn du jemanden hast, der mit dem Online-Shop 1 Million verdient hat oder 10 Millionen und du fragst ihn, kann man damit reich werden und Millionen verdienen? Was wird der sagen? Was wird er sagen? Ja, natürlich kann man das. Wenn du in deiner Firma die 100 Loser fragst, kann ich Millionär werden mit dem Online-Shop? Was werden die sagen? Die werden natürlich Nein sagen, weil die haben es ja nicht erreicht. Das ist es ja. Das ist es ja. Es halten dich ja nur die Leute zurück, die es nicht erreicht haben. Und das zu durchschauen, das kann schon kaum jemand. Da sagen schon alle, nee, die lachen mich aus, dann schmeiße ich mein Leben einfach weg und bin genauso ein Loser wie die mein ganzes Leben lang. Ist egal. Hältst du es nicht für verrückt, dass ein Millionär dich nicht dafür verurteilt, dass du ein Business startest? Ein Bodybuilder wird dich nicht dafür verurteilen, dass du trainierst. Ein NBA-Spieler wird dich nicht dafür verurteilen, dass du Basketball spielst. Es sind immer die Leute, die nichts erreichen, die dich dafür verurteilen, dass du versuchst, etwas aus deinem Leben zu machen. Möchtest du lieber, dass ich dir 1 Million aufs Konto überweise, jetzt sofort, oder möchtest du finanzielle Intelligenz haben? 99% der Menschen würden sagen, schick rüber, ich gebe dir meine Kontonummer. Und deswegen sind 99% der Menschen nicht frei, genau aus dem Grund. Weil egal wie viel Geld du hast, du kannst alles verlieren. Statistisch, über 90% der Lottogewinner, egal wie viele Millionen sie verdient haben, sind 10 Jahre später wieder pleite. Über 90% der Fußballmillionäre sind 10 Jahre nach ihrer Karriere wieder pleite. Mike Tyson 500 Millionen in Sand gesetzt. Schauspieler, Musiker, ohne Ende alle pleite. Und das ist, weil sie
die finanzielle Intelligenz nicht haben. Möchtest du lieber einen Fisch haben oder möchtest du lieber fischen lernen? Weil wenn du einmal einen Fisch hast, dann kannst du ihn aufessen, hast du kurz keinen Hunger mehr. Aber wenn du lernst, wie man fischt, dann hast du immer genug. Das heißt, die finanzielle Intelligenz ist viel, 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 viel wichtiger als das Geld auf dem Konto. Diese Frage ist auch ein Klassiker, was sie dir seit Kindergarten ins Hirn reinprogrammieren. Sie wissen es selber nicht, weil sie lernen so, dass das richtig ist. Willst du entweder arm und glücklich oder reich und unglücklich sein? Das ist schon vom Grundsatz her so eine Programmierung, als wenn man nicht beides sein kann. Warum kann man nicht erfolgreich sein, tollen Körper haben, viel Geld verdienen und trotzdem glücklich sein? Und das ist genau das limitierte Denken, was wir einprogrammiert bekommen seit Kindergarten. Oh, der ist reich. Dann muss er ja arrogant und ätzend sein. Okay, alles klar. So kann man nicht erfolgreich werden, wenn man das im Kopf hat. Ist ausgeschlossen. A 87-year-old from Japan learned how to code at the age of 81. Her story started after she retired, having worked at a bank for more than 40 years. She thought she'll be able to enjoy a leisurely life post-retirement, but was instead stuck at home, taking care of her elderly mother. Fighting loneliness, she decided to purchase a computer and learn how to use it. However, she had a hard time figuring out how the computer works because back in the 90s, there were no basic books or courses to teach her. But she didn't give up. She learned by asking those who were well-versed in using this new technology. Over time, she realized that there were no apps, especially game apps that seniors could enjoy. So she approached young developers to make an app for her. However, they turned her down, saying they did not know what the elderly would like, so she should make one herself. And so, she did. At the age of 81, Masako Wakamiya taught herself how to code and made an app for seniors. Her game app, Hinoden, is rated 4.9 and has 100,000 plus downloads. Even Tim Cook, the Apple CEO, invited her to the annual Worldwide Developers Conference and called Wakamiya the world's oldest app developer. If this doesn't inspire you, I don't know what will.